Hier ist heute alles, was Rang und Namen hat, aus der Immobilienbranche. Rang und Namen hat auch das Luxury Estate der Presse. Ein Magazin, mit dem man sich gerne zeigt. Heuer im Palais Sanssouci. Es verkörpert einfach auf eine einzigartige Weise genau das, was wir heute am Abend erleben. Und von der ersten Seite, die man durchblättert, ist es einfach stimmig und man bekommt ein besonderes Gefühl. Man hat Lust auf schöne Wohnen, man hat Lust auf schöne Leben. Vielfältig und hochqualitativ präsentiert Österreichs auflagenstärkstes Luxusimmobilienmagazin Exklusives aus aller Welt, auch über die Grenzen der Immobilienbranche hinaus. Ja, wir haben heuer versucht, ein bisschen über Grenzen zu schauen, weil die Welt des Luxus doch eine internationale ist. Und andererseits haben wir auch geschaut, was tut sich in der übrigen Welt des Luxus. Da gehört ja rein auch zum guten Leben Wein, Kunst, Autos und haben dort ein bisschen reingeschnuppert. Luxus muss nicht immer großer Prunk sein. Oft zählen ganz andere Dinge. Das ist für mich besonders wichtig, die Zeitlosigkeit von dem Ganzen, dass man auch nach 10 Jahren noch eine Freude hat und keinen extremen Trends unterlegen ist. Es gibt gutes Design, das sich wirklich aufs Wesentliche reduziert und eigentlich auf den ersten Blick simpel ausschaut, aber eigentlich nicht simpel ist. Also da steckt schon viel dahinter. Ganz simpel und doch viel dahinter. Für jeden gibt es ihn, diesen kleinen Alltagsluxus, den man sich ab und zu gerne gönnt. Und wenn es nur ein bisschen Werbung für die eigene Gattin ist. Nach einem erfrischeten Ottakringer Bier auch einen Schluck guten Rotweines zu trinken. Dass ich einmal die Woche eine persönliche One-to-One-Pilates-Stunde nehme. Wenn ich am Wochenende im Sommer ein bisschen segeln gehe. Ich bin ein fanatischer Sportler. Aber neben einem fanatischen Sportler habe ich 3 Kinder zu Hause und die sind ein gutes Investment für Zeit. Auf einer kleinen Hütte übernachten und dann am Abend auf diese Alm zu stehen, den Himmel anzusehen und vollkommen allein zu sein. Dass man die Füße im Wörthersee halten kann. Gesund zu sein, ein wenig Zeit zu haben und in Wahrheit dann ein kleines, kühles Bier zu trinken. Das Luxury Estate lag der Presse am Samstag, dem 5. April bei und ist im Einzelhandel sowie über Online-Bestellung erhältlich.